Das war vielleicht eine verrückte Nacht. Ich habe geträumt, ich wäre in der Bild-Zeitung. Aber Freunde, ich war unter der Zeitung. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch in dieser Ausgabe. Bis gleich. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser neuen, sensationellen Ausgabe von Tiny Tommy. Ja, meine lieben Freunde, heute möchte ich euch mal was Verrücktes vorstellen. Und zwar gibt es von der Bild-Zeitung eine Bettwäsche. Das ist ja wohl der Oberhammer. So sieht das Ganze aus. Habe ich schon mal ausgepackt. Dieser ganze Text befindet sich auf der Decke drauf. Und das ist das Kissen. Und ihr wisst gar nicht, was das für ein Schnapper war. Zuerst hat das gute Teil 34,95 gekostet, dann 25 und zu guter Letzt habe ich das bei Real für 13 Euro geschossen. Das nenne ich mal Schnapperchen. Falls jemand sich für die Maße interessiert, 135 x 200 cm und das Kopfkissen ist 80 x 80 mit Reißverschluss und 100% Baumwolle. Und ich muss euch sagen schon mal, das Bild oder der Druck ist gestochen scharf. Lasst uns mal die Bettdecke und das Kopfkissen in echt begutachten. So sieht übrigens die Rückseite aus. Nicht allzu spektakulär. Und die Tüte wird ja schon aufgerissen. Dann kommt mal mit. Hier befinden wir uns jetzt auf der Bild-Zeitung sozusagen. Fangen wir mit dem Kopfkissen an. Wie ich schon erwähnt habe, ist der Druck richtig gut gelungen. Das ist das Kopfkissen. Moment, ist das auf dem Kopf rum? Das Kopfkissen? Tatsächlich. So gehört es doch. Ja, das ist jetzt das offizielle Bildkopfkissen. Richtig cool, meiner Meinung nach. Und wie ich schon erwähnt habe, funktioniert das Ganze mit einem Reißverschlusssystem hier und könnt ihr nachher problemlos verstecken. Also stört nicht beim Schlafen. Richtig cool. Dann haben wir noch die Decke anzubieten von der Druckqualität. Muss ich euch sagen, ist es auch richtig scharf, so wie ich. Nein. Richtig gut gelungen. Hier mal von Dichter. Die Rückseite hat das gleiche Motiv wie die Vorderseite. Na, dann würde ich mal sagen, Freunde, es ist ja ein bisschen blöd, so zu zeigen. Ich zeige euch das jetzt mal so von oben, damit man das auch mal so schön sehen kann. Ja, hier befinden wir uns von der oberen Seite und wir machen mal so einen kleinen Abgang nach unten. Also man kann richtig alles schön gut lesen. Also es ist der Hammer. Bis ins kleinste Detail wurde alles perfekt umgesetzt. Oh, die Gewinnzahlen sollte ich vielleicht mal spielen. Das war eine 10-Punkte-Landung, oder was sagt ihr dazu? Bevor der eine oder andere jetzt einschlafen sollte, kommen wir gleich zu meinem kleinen Testergebnis. Bis gleich! Ist das schön.
Oh, da seid ihr ja auch schon wieder. Ihr seid sicherlich auf mein Testergebnis gespannt. Also ich finde diese Bettdecke vom Bild durchaus gut gelungen. Der Druck ist richtig perfekt geworden. Es gibt nichts zu meckern. Die Schrift ist gestochen scharf und für den Preis, mittlerweile kostet das, glaube ich, auch nicht mehr so viel. 14 Euro habe ich jetzt aktuell gesehen. Kann man nichts verkehrt machen. Also wenn ihr mal was Ausgefallenes kaufen möchtet zum Geburtstag, zu Weihnachten, kann man damit durch den ein oder anderen Leser, glaube ich, dafür begeistern. Ja, falls ihr das eben noch nicht alles so gesehen habt, könnt ihr gleich mal auf Pause drücken. Das ist nämlich so der ganze Text, obwohl das ist jetzt ein bisschen unscharf. Auf dem Video ist es, glaube ich, ein bisschen schärfer zu sehen. Hier ist nochmal so das Grobe, was da zu sehen ist. Und ansonsten war es das auch schon wieder für heute. Wir sehen uns das nächste Mal bei einem nicht schlafenden Video. Moment, ich guck mal. Ach so, ist sogar geprüft auf Schadstoffe, falls es den Öko-Freund, den einen oder anderen Öko-Freund interessieren sollte. Okay, machen wir an dieser Stelle Schluss. Wir sehen uns demnächst wieder. Euer schlafender